jetzt kann man Zwiebel und die Paprika und den Knoblauch schon mal dabei tun. Nudeln, so was ich vorhin meinte. Ihr geht ins Wasser und dreht die Nudeln so. Wenn ihr dadurch macht ihr kleine Nudelnester und kriegt die ganzen Nudeln so ein bisschen auseinander. Das gibt wenig Platscherei am Rand und man kriegt die Nudeln auseinander. Weil ich hatte das schon oft gehabt, dass dann noch so ein paar aneinander gehangen haben. Auch schon im gekochten Zustand und die waren irgendwie nicht so ganz klar. Ja, das macht ihr gleich nochmal. Lasst den Nudeln wieder ein bisschen Zeit. Die sind gleich schon fertig, das ist ganz easy. So. Jetzt können wir das hier mal nochmal rühren. Und ich finde, jetzt kann man auch nochmal so ein bisschen nachwürzen. Wenn ihr gut nochmal so ein bisschen, ja, einmal so rüberrieseln, oder zweimal rüberrieseln. Und da auch noch zweimal drüber reden, den Küchenfreund vielleicht immer komplett mit einreden. Und die Paprika auch noch. Ja, könnt ihr ruhig die große Seite nehmen. Paprika ist gut. So. Dann könnt ihr auch wieder ein bisschen Oregano wieder so ein bisschen, wirklich nur zwei Finger. Es darf nicht zu heiß werden. Sonst schmeckt das bitter und versaut euch das ganze Zeug. So, genau. Manche tun jetzt Öl da rein, aber da halte ich gar nichts von. Passierte Tomaten von Penny. Genau, die wollen nicht. Am besten haltet ihr die so waagerecht, damit der ganze Kram hier ein bisschen hier in die Ecke reinlaufen kann, damit ihr hier nicht alles vollspritzt. So eine weiße Küche muss nicht sein. So, am besten so waagerecht einmal. Ja. Wenn ihr ganz sparsam gespart wird, dann tut er da jetzt noch einen Tropfen Wasser an. Dann schüttet ihr das so kreisförmig, aber nicht zu hoch, weil das nämlich sonst alles verzapft und fließen und überall habt ihr die Rote. So, ja, so, fertig. Und immer wichtig beim Kochen, wenn man Zeit hat, direkt schon so ein bisschen aufräumt, sonst das muss man hinterher, wenn man essen möchte, noch aufräumen. Das ist gut. So, verteilt jetzt erstmal diese eine Packung. Wir tun gleich noch ein bisschen mehr von den passierten Tomaten da rein. Weil das ist so, es ist ja eher eine Fleischsoße. Oh ja. Vier Finger. Voll. Und dann nehme ich direkt noch mehr. Ja. Das ist jetzt erstmal bis zum Schluss so von der Menge Oregano, weil Oregano ist ziemlich bitter in der Intensität, wenn man viel davon nimmt und dann versorgt man sich. Also das kann man schlecht wieder rückgängig machen. So, die Nudeln. Ein bisschen drehen. Weil war ja schon ein ganzes Paket und das ist auf einmal schon ziemlich viel. Kommt da jetzt noch ein bisschen Tomatenketchup rein. Müsst ihr nicht tun, manche lassen das komplett weg. Ich tue das ganz gerne. Gebt dem Ganzen noch so ein bisschen süßlich da rein. Zwei. Uah, das war mir ein bisschen viel, aber das ist nicht schlimm. Also lass das mal zweieinhalb Esslöffel sein. Und wenn ihr Curry da habt, könnt ihr auch noch Curry reintun.
Es gibt im Ganzen, bei Tomaten an sich ist ja ziemlich wässrig. Da habe ich jetzt wirklich nur so einen halben Teelöffel, wenn überhaupt. Ja, würde ich sagen. Kommt hiervon jetzt noch ein bisschen weniger als die Hälfte rein, weil es ist doch schon ziemlich liebig, glaube ich. So. Wirklich nur noch ein Furz davon rein. So, die Nudeln, die könnt ihr mittlerweile jetzt mal testen. Ich schätze mal, die sind so noch 2, 3, 4, 5 Minuten, wenn überhaupt, dann sind die fertig. Okay, probieren wir mal. Ja, also 5 Minuten. Wenn ihr nicht gerade erkältet seid, lohnt es sich auf jeden Fall abzuschmecken. Kann man jetzt ruhig schon tun und wir sehen, ob das jetzt. Ja, schon nicht schlecht. Irgendwas fehlt da noch. Jeweils vielleicht noch drei. Also, ihr könnt wirklich massig noch rein oder reintun. Nur nicht zu viel. Wie gesagt, ihr macht ab und zu macht ein paar Köchelpausen. Weil sich die Aromastoffe ja auch erst so ein bisschen halten müssen. Machen wir den Deckel einfach drauf, nicht mehr ganz so hoch das Ganze. Dann lassen wir mal ein bisschen köcheln. Die 5 Minuten, die Nudeln jetzt noch brauchen. Und kurz bevor ihr servieren möchtet, könnt ihr nochmal probieren, ob da noch irgendwas fehlt. Aber ich denke mir jetzt. Wenn man das eher süß mag, kann man auch noch ein bisschen Zucker, einfach Zucker reintun. Das ist auch für Leute, die schon mal öfters von diesen passierten Tomaten oder von Tomaten an sich aufstoßen kriegen oder, wie heißt das? Sodbrennen, genau. In Sodbrennen kriegen. Wenn dann Zucker da drin ist, dann hemmt das und dann ein bisschen und man kriegt, glaube ich. Ja. So, jetzt probieren wir nochmal die Nudeln. Sieht man nicht deinen Finger da? Wir machen jetzt die Nudeln nochmal. Probieren wir jetzt nochmal, ob die gut sind. Ja, die sind doch schon längst aus. So, dann könnt ihr die jetzt ganz professionell reinschmeißen. Toll, toll, toll. Hör auf. So. Das hier falsch. So. Geschmack hier würde ich sagen, dass man da ruhig noch ein bisschen Ketchup reintun kann. Ketchup. Und damit wir alle kein fieses Aufstoßen. Ja. Mittlerweile haben wir auch schon die Herdplatte ausgemacht, sodass es hier nur noch auf Restwärme geht. Also durch ist alles, es ist theoretisch fertig. Spaghetti Bolognese. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche mir Kommentare. Meldet euch, wie es war. Bis zum nächsten Mal.